Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in der Minecraft-Stadt, Staffel 2. Doc ist auch da, hi. Hallo. Genau, wie ihr seht, wir befinden uns jetzt am neuen Spawn. Ist schon ein bisschen merkwürdig hier, ich weiß. Ich kann ja mal hier drauf gehen. Ich habe erstmal gefragt, bist du TOC? Also, nein, bin ich eigentlich nicht. Guten Tag. Wir, das Minecraft-Stadtteam, sind erfreut, dich in unserer Welt begrüßen zu dürfen. Hoffentlich hast du den ersten Teil der Map angeschaut. Natürlich. Ansonsten ist es nicht so schlimm, da nur der Okay. Spawn und die Quelle ein wenig umgestaltet wurden. Ja, Ich merke würde ich. dich bitten, dem Pfeil auf dem Boden zu folgen, um schrittweise weitere Anweisungen zu erhalten. Okay. Ach so, ja, okay. Ja, den Pfeil auf dem Boden folgen, das machen wir mal. genau. Einstellungen, was? Es gibt ein paar Einstellungen, die du vorher einstellen solltest. Bitte stelle deine Master Volume auf mindestens 60%. Aha. Sounds der Blöcke kannst du ausschalten, musst du aber nicht. Es ist nur für Okay. die Atmosphäre. Hammer. Voice muss auf bitte 100% gestellt werden. Hammer. Musik auf aus. Okay, Hammer. Gut. Ah, da können wir weiterlaufen. Gut. Haben wir alles eingestellt? Buch, was? Hier in dieser Station erhältst du ein Schnellreisebuch Ah. mit allen Orten, die du dir anschauen kannst. Ah, oh, stopp, nein, bitte jetzt noch nicht drücken. Also, Erst wenn du an okay. der Steingarter Straße bist. Okay. Ah, gut. Dann, was ist hier noch? Ein paar letzte Infos gibt es noch. Es können Rickwards vorkommen. Schau dich Oh. also bitte gut um. Ja. Genieße die Atmosphäre. Versuche die Technik nicht zu überlasten und bitte auf keinen Fall, unter gar keinen Gar Umständen, keine den Umstände. roten Knopf im Kraftwerk drücken. Okay. Vielen Dank. Okay, gut. Jetzt darfst du durch das Portal gehen. Jetzt darf ich das Portal gehen. Okay, gut. Dann machen wir das doch. Gehen wir mal kurz gucken. Schnellreise präsentiert, hat ein neues Design bekommen. Dann werden noch ein paar Sachen hinzukommen, so von den Standarddingern, die wir auch haben. Seite 2 ist noch nichts, außer vielleicht irgendwas, weiß man nicht. So, ihr habt ja jetzt gesehen, was passieren würde, wenn ich jetzt sage, ich bin nicht Shitjoghaft. Also, ihr werdet gleich sehen, was passiert, wenn man ins Portal geht. Ich zeige euch jetzt nur nochmal, was passiert, wenn wir denn sagen, wir sind Shitjoghaft. Bist du THC? Ja. Joecraft. Das Minecraft-Stadtteam freut sich, dich ein weiteres Mal in dieser Einsendung begrüßen zu dürfen. Der zweite Teil der Map hat nun neue Features und überarbeitete Projekte. Da du das letzte Mal ein sehr wichtiges Feature übersehen hast, was uns nicht gefreut hat, wird es direkt aktiviert, wenn du durch das Portal gehst. Anschauen solltest du dir auf jeden Fall die neue Police Box beim Red Market. Du kannst sie aufmachen und dich reinstellen und dann passiert was Schönes. Kannst du mal ausprobieren. Das Banksystem. Das Berghotel, das Kraftwerk und die Heilige Kirche. Und tatsächlich auch die neuen Credits. Du wirst ein Schnellreisebuch bekommen, dort kannst du alles nochmal in Ruhe durchlesen. Jetzt will ich dich nicht weiter stören. Bitte geh einfach geradeaus in das Portal und ignoriere die anderen Stationen. Vielen Dank. Ja, genau. Das würde dann passieren. Ihr seht, die Zäune ändern sich zu grünem Teppich um und die Pressure Plates verschwinden, sodass man hier auch nicht mehr drauf treten kann, außer da. Gut, das mit den Einstellungen. Das wäre schon gut nochmal zu wissen. Ja, das werden wir schon einfach hinkriegen. Das können wir kurz in den Chat schreiben. Ja, und da würde ich sagen, seht ihr jetzt, was passiert, wenn man in dieses Portal geht. Genau, dann gehen wir einfach jetzt hier rein und. Stadt. Wir müssen im Titel noch V2 hinschreiben. Was ich jetzt aber gemerkt habe, ist, dass der Mond eigentlich sich drehen sollte, aber da wir einen Shader drin oder da ich einen Shader drin habe, hat man das jetzt nicht gesehen. Egal. Ah. Ich kann ihn schlagen. Egal. So, ihr seht. Die Karte wurde erweitert. Hey, jetzt haben wir hier eine sehr lange Straße. Wirklich sehr lange Straße. Und dann geht's hier unten. Hey, nicht Als drehen. eine neue Straße. Ja, neue Straße. Hast du gehört? Zwischendrin ist noch ein Tunnel drin. Du musst den, beim Titel noch V2 hinschreiben. V.2. Bei Minecraft Stadt.
Genau. Ja. Also die Karte ist jetzt größer. Bei dieser Straße weiß ich nicht, ob wir die vielleicht irgendwie enden lassen sollen oder erstmal weiterbauen sollen. Auf der Karte sieht man, dass sie einfach plötzlich aufhört. Und hier geht es dann in den Bereich zum Kraftwerk. Das wird auch ziemlich schön, hoffentlich. Dann hier, der Joker hat diese Map vorgestellt. Danke. Rechtsklick, genau. Perfekt, funktioniert. Und dann geht es hier runter. Genau. Und hier sind wir dann. Kannst du sie vielleicht ausmachen? Und auch ein bisschen leiser. Hier sind wir dann gerade dabei, den neuen Raum zu machen, wo hier Credits und sowas angucken können. Ich habe vielleicht auch eine Idee, dass wir hier einfach den Credit-Raum selber schon hinbauen, also sprich ohne Kamerafahrt oder man kann Kamerafahrt machen, aber dass wir hier einen sehr langen Gang machen, wo dann sehr viele Leute hinkommen. Können wir auch schon machen. Genau. Jetzt sind wir ja auch in der Steingatterstraße. Die alten Credits bleiben dann einfach da unten, wo sie sind. Die würde ich schon wegmachen, ne? Okay. Also später, jetzt lassen wir sie natürlich noch stehen. Genau, wir sind jetzt in der Steingatterstraße und jetzt haben wir unser Schnellreisebuch. Ich würde sagen, gehen wir erstmal. Die Kirche kennt ihr ja. Kraftwerk. Kann ich euch mal kurz zeigen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Genau, denn das ist noch nicht gebaut. Wird aber noch. Und wenn man ungefähr dann hier ist, dann wird so richtig schöne Kamerafahrt auf das Kraftwerk zugehen. Dann wird hier so ein riesiger Schornstein sein und. Hotel. Berghotel. Für die Leute, die es noch nicht kennen. Das wird jetzt hier einfach gebaut, auch wenn ich finde, dass wir jetzt nochmal sehr dekorieren müssen und nochmal sehr viel neu machen müssen. Ja, deswegen zeige ich jetzt auch nicht das Innenleben. Das ist, naja, nicht so für meinen Geschmack. Die Bank. Hat der liebe Joker fertig gebaut, beziehungsweise komplett gebaut? Ich würde sagen, da kann er uns eigentlich mehr zu sagen. Ja, die Bank, die hat einmal hier, wenn man reingeht, auf der rechten Seite zwei Einzahlautomaten, die auch voneinander getrennt sind. Und wenn man sich hier reinstellt, dann kann auch von hinten niemand weiteres rein, weil dann kommt hier so eine Glasfront, Kannst du mir ein paar Emirates durch die man geben? nicht durchkommt. Und selbst wenn man versucht, die abzubauen, wird die ständig wieder neu platziert. Kannst du mir ein paar Emirates Also, geben? Ich habe keine. Ich bin arm. ja. Oh, schön. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst, wenn ich das jetzt hier reinmache. Hörst du das? Das hörst jetzt, glaube ich, nur du. Kontostand 12 Emirates? Oh, meine. Tatsächlich, mein Kontostand wird geklärt, weil ich mein Scoreboard resette. Ja, gut. Oh, ich höre es ja immer noch. Und hier. Nee, ach nee, das Ah hörst ja. du. Nur stell dir mal da. Hast du es bei Hier beiden noch jetzt nicht so. eingestellt oder ist es nur bei einem? Das habe ich jetzt beim anderen auch Okay, gut. Genau, dann. eingestellt, dass wenn man da reingeht. Und Hier. hier drüben kann man dann eben noch Emeralds ab. Hier einen rechten. Ich krieg nichts mehr. Wenn ich da jetzt rechts klicke, dann tue ich von deinem. Habe ich gerade von deinem noch was abgebucht? Nee, Okay, gut. meiner ist jetzt leer. Nur für Dann, Mitarbeiter. Hä, lol. genau, hier. Was steht da? Leute, könnt ihr das lesen? Wartet. Oben sind die Büros, rechts ist der Tresor 1 und unten Tresor 2. Also für die Tresorräume. Ich breche mit Hand Die ist auf. oben. Machen Sie Aus. auf. Ja, die Schlüsselkarten sind irgendwo oben. Also Ah. ganz oben. Achso. Nämlich einmal hier oben beim lieben Herrn Bankdirektor Poffenreuther. Ich meine, wer kennt ihn? Huch! Hey, hör Ah! auf, den am Bulldix zu schlagen. So, die Gott, der brüllt mich an. Schlüsselkarten findest du hier im Aktenlager. Hier in der Kiste sind die normalerweise. Ich habe jetzt hier Bankschlüssel 1 und 2. Ich glaube, der ist noch Akku auf mich. Möglich. Hallo, bist du noch Akku auf mich? Ja, der knurrt noch. Ich gehe mal ganz schnell weg. Dann hier im Dann, ersten Stock ist für die ganzen Bankmitarbeiter so eine Art Großraum entstanden, hier mit so Aktenregalen und dann hier eben so ein paar Zellen, wo die dann arbeiten können. wollen wir hier auch noch ein Sound hinzufügen? Vielleicht so dieses Büro, dieses Telefon klingeln und dieses Könnten wir Telefon. machen. Das wäre so ein kleines Video, so Atmosphäre halt, ne?
Dann können wir jetzt hier nach unten gehen und uns jetzt die Tresorräume anschauen. Oh Dann gebe ich ja. dir jetzt hier einfach mal den Schlüssel für Tresor 1. Bank, Den Schlüssel, kannst du jetzt Tresor einmal 1. einlegen. Und dann können wir hier durchgehen. Was kriegt den hier wieder? Au! Hält die Tür hab ich geschlagen. Ja. Da bekommst du die Schlüsselkarte und dann geht die Mach mal Tür die. zu. Ach, Du die geht. stellst dich einfach hin, die Tür öffnet dann automatisch von innen. Cool. Ach, ganz. Und Ach, hier Gold! sind sehr Goldreserve. Goldreserven. Da habe ich eigentlich einmal eine von den Schalker-Boxen genommen, mit Gold gefüllt und dann einfach die ganze Zeit hier hingepastet. Ich würde da oben vielleicht, also bei mir ist ja da, aber wie geil, voll die Abstufung. Es geht ja noch weiter runter, gehe ich da mal runter. Und wir laufen die Treppe runter und wir laufen und wir laufen und wir sind da. Nee, doch nicht. Und wir laufen und wir laufen. Und meine Güte. Ah, eine Tür. Hier, so, hier Da nicht. brauchst du Schlüssel für Tresor 2, stellst dich davor Oh. und willkommen im Geldspeicher. Oh lol. Ich habe jetzt gerade voll das DuckTales-Feeling. Oh. Man könnte ja vielleicht ein paar vorhin Blöcke machen. Später kann man dann wirklich durchtauchen. Wie Oder Dagobert besser Duck. gesagt, im Geld versinken. Nee, das nennt sich Schwimmen. Wie Dagobert Duck. Ja. So, geht hier auch wieder auf oder brauche ich die Karte für? Ich brauche die Karte für. Du Ja, brauchst die gut. Karte, um hier rauszukommen. Also wenn du hier in den Geldspeicher einbringst, dann bist du auch, dann kommst du nicht mehr raus. So, wir nehmen mal kurz die Das heißt, das Abkürzung. Teil ist eigentlich begehrtes Einbruchsziel, oder so. Das Einbruchsziel und Gefängnis in einem. Ja. So, dann kommen wir zu einer Sache, die habe ich euch ja schon im vorherigen Video gezeigt. Wie ihr seht, ist die Tür jetzt auch endlich zu, genau wie ich es gesagt habe. Genau, ich mache mal kurz jetzt die Sounds noch ein bisschen leiser. Wir wollen ja nicht, dass unsere Ohren jetzt wegfliegen. Genau, wir können mal rein. Und ja, oh, mit Schilder sieht das sogar relativ entspannt aus. Ihr seht, es hat sich ein bisschen was verändert. Und zwar haben wir jetzt hier Cam 1. Da seht ihr einmal die Thales so ein bisschen von außen. Fand ich eigentlich ein relativ cooles Feature. Vor allem habe ich das eigentlich eingebaut, weil jetzt der Live-Raum-Detektor. Stimmt, lol. Jetzt funktioniert. Können wir anschalten. Hier sehen wir jetzt leider nichts, das ist, weil wir unter der Erde sind, aber sobald ich jetzt Cam 1 drücke, sehen wir natürlich auch nichts. Huch, was ist das denn? Wir haben wieder zwei Lichter, die aus sind, auch gut. Genau, warum ist das Licht jetzt überhaupt an? Das ist. Nochmal. Raus und wieder rein. Huch, jetzt ist sie soll. Leute, ich bin so schnell wieder reingegangen. Dass das funktioniert, das war mir auch. Ne? Naja. So. Genau, habt ihr jetzt gesehen, das funktioniert. Jetzt wird er auch sein, genau. Dann kennt ihr ja noch den Stabilisator-Stabhebel, der macht ja. Schlecht. Der beleidigt uns. Licht. Alles wie gehabt. Nur, dass jetzt die Säule ein bisschen früher auftaucht. Und dann natürlich noch die Handbrake. Immer noch schon. Also wie gesagt, hier kommen noch ein paar Räume hin, die sind jetzt noch nicht eingebaut, weil ich einfach noch keine Lust hatte, sagen wir es mal so. Aber ja, dann würde ich mal sagen, wir können mal kurz die Cam drücken und ihr seht, die ist sogar weg, aber man konnte kurz die Docker vorbeilaufen sehen. Da läuft er. Huch. Genau, jetzt können wir mal landen und wir können trotzdem nochmal in die Cam gehen. Moment. Oh, schöner Nausea-Effekt. Dann sehen wir es ja trotzdem mal von außen. Da taucht es auf. Lol, ich habe es kaputt gemacht. Ich habe die Hebel umgelegt, aber wir fliegen nicht. Jetzt. 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 Ah, ich muss hier weg. Ja, das war's ja schon. Es ist sehr chaotisch, ich weiß. Ja, theoretisch könnten wir ja da noch was kurz machen oben. Und zwar, ich weiß halt nicht, ob du die Details vom 12. Doktor kennst.
das dreht sich ja oben, dass wir einfach per Setblock-Befehl immer einen Block davon zu normalen Steinen oder so machen und der wandert immer drumherum oder so, wenn wir fliegen. Wir können auch mit Structure-Blöcken arbeiten, dann haben wir halt nur ein paar wieder Structure. Ja, wobei. Naja, egal, können wir gucken. So. Okay, Leute. Das war die Thales. Dann haben wir noch die Kirche. Die kennt ihr ja, das ist die hier. Die leuchtet noch nicht, das müssen wir mal ganz schnell ändern. Also. Abracadabra und das Schild ist jetzt an. So. Seht ihr, hat funktioniert. Gut, ja, die Kirche ist immer noch die Kirche. Schnitzeljagd ist immer noch drin versteckt. Schnitzeljagd können wir, stimmt, am Anfang könnten wir das nochmal erwähnen. Wobei, wir können ja einfach ins Buch noch Thema Schnitzeljagd einbauen. Oder noch eine Sounddatei einsprechen. Je nachdem, habt ihr auf der ersten Seite noch Platz. Oder auf der zweiten. Ach, das wird schon. Genau, dann. Können wir mal gucken, was ist denn das Secret hier auf dieser zweiten Seite, das uns da so anschaut. Genau, einfach ein schöner Recall. Wer hätte es gedacht? Hey! Ja, genau. Dann wäre es das sogar eigentlich auch schon. Ein kleiner Aufruf an alle, die dieses Video schauen. Hoffentlich mal ein paar mehr. und zwar sind wir auf der Suche nach jemandem, der sich gut mit Data oder wie heißt das mit diesen Models oder wie heißen die? Data. Data Model? Custom Model Data. Custom Model Data Also auskennt. so 3D-Models. Genau. Wenn jemand von euch, der dieses Video schaut, sich gut damit auskennt, gerne bei mir melden. Wir brauchen die wirklich dringend. Also gut, dringend nicht, aber wäre schön. Dann können wir zum Beispiel unseren Schweinchen hier einfach ein Auto aufsetzen und dann ist es ein Auto. Hey. Genau. Sonst noch irgendwas? Von mir aus nicht. Also eigentlich wäre es das dann. Dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht wieder in der nächsten Folge von der Minecraft-Stadt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Und ciao. Und bis auch noch ciao sagen. Machen wir beide. Ciao.